Moin Moin und willkommen zurück bei Stellaris. Ich lasse die Zeit auch direkt mal laufen. Wir befinden uns zurzeit im Krieg gegen das Fallen Empire. Und ja, wir haben gerade festgestellt, dass seine Heimatwelt verdammt hart verteidigt ist. Hier sind 11K-Stationen und noch so ein bisschen Kleinkram an Stationen. Das ist schon richtig übel. Ich denke, ich werde mich erstmal auf seine Nebensysteme stürzen, werde die erobern, bis er dann irgendwann nachgibt. Weil so einfach ins Heimatsystem stürzen und direkt seine Station erobern funktioniert nicht. Dafür ist der Widerstand einfach zu krass. Gucken, ob wir hier was für Anomalien haben. Leider nicht. Nämlich hier den Stufe 2. Kann der hier schon mal erkunden. Ich würde diesen Krieg jetzt natürlich am liebsten zu meinen Gunsten entscheiden. Gucken, was dann am Ende bei rauskommt. Auf jeden Fall vorsichtshalber nochmal 2 Schlachtschiffe, pauschal. Ich weiß nicht, was ich jetzt alles verloren habe. Ich habe leider die Flottenstatistiken weggeklickt, statt zu gucken. Auf jeden Fall habe ich ganz schön viel verloren. Es waren über 30k. Mit Sicherheit ein paar Schlachter und ein paar Kreuzer. Die Sachen hier unten habe ich schon mal safe durch die Außenposten. Colony established. Okay. So, wie lange ist die Flotte jetzt? Ah, sie ist wieder da. War gut, pauschal Schlachtschiffe zu bauen. Oh, er hat fast nur Träger zerstört. Und einen Haufen Kreuzer. Okay. Also liegt da jetzt erstmal das Augenmerk beim Nachpumpen. Währenddessen greifen wir hier oben an. Er öffnet die Grenzen wieder, okay. System Survey complete. Ressourcenspeicher voll, ja. Kann ich jetzt auch nicht viel dran ändern, glaube ich. Hostile fleet engaged. Okay, das war so schnell engaged, dass die direkt geplatzt ist anscheinend. So, hier haben wir schon bessere Karten, was kaputt zu kriegen. Er hat leider keine Kreuzerwerft hier und keine Flottenakademie, aber... Er hat auch keine Kreuzerwerft, er hat eine Kreuzerwerft und eine Flottenakademie. Dann bauen wir hier erstmal Kongo-Klasse. Oder auch nicht, uns fehlen Mineralien jetzt. Da sind nämlich die meisten von Hops gegangen. Hostile fleet engaged. Ich sollte mir vielleicht doch überlegen, die Nachbrenner einzusetzen. Situation log updated. Damit ich schneller rankomme.
Research complete. Was sind das denn für Long-Range-Laser hier? So, da ist wieder eine Forschung. Eigenschaften plus 1. Nicht schlecht. Das ist echt nicht schlecht. Das nehmen wir auch. Dauert aber ewig. Situation log updated. Hostile fleet engaged. Hostile fleet engaged. Construction complete. Construction complete. So. Können wir bald den nächsten Kreuzer bauen hier. Brauchen auf jeden Fall mehr Kreuzer wieder. Und mehr Battleships. Und wir quasi erst ein Feuerreichweite, nachdem wir 10.000 Schaden schon gefressen haben. Construction complete. Situation log updated. Situation log updated. So, den Planeten werde ich jetzt erstmal belagern und werde schon mal Bodentruppen ranholen. So, und die Flotte weiter ausbauen. Ja, jetzt natürlich eine Wahl ist denkbar ungünstig. Ich denke mal, es wird bei dem Alten bleiben, da mische ich mich jetzt nicht ein. Gleich ausnutzen, gleich hier bauen. Jedes bisschen Zeit nutzen. Ja, ist wieder gewählt worden. So, Armeen. Das sind alles normale Verteidigungsarmeen. Da ist der Vorteil an regenerativer Höhlenpanzerung. Die Schiffe erholen sich recht schnell. Ohne dass man zurück muss zur Werft. Und da ich momentan ja auch keine bessere Ausrüstung habe, ist das eine gute Sache. Incoming Transmission. Er will mir Staub geben und will Engors Dampf. Habe ich davon dann noch was über? Ja, okay, dann kriegst du den auch. Na, wo bleiben meine Bodentruppen? Da hinten kommen sie. Nächsten Monat gibt es wieder einen neuen Kreuzer. Ah, gibt es diesen Monat schon. Hervorragend. Nochmal Kongo-Klasse. Pegasus-Klasse brauchen wir noch. Farragut-Klasse brauchen wir noch. So viel Sachen, die wir noch brauchen. Hier gehen wir danach auch erstmal wieder auf einfache Ingenieurskunst. Beleidigung. Fanatische Säuberer. Wo sitzen die denn? Hier unten. Mitten bei Menschen drin. Na super. Thank you.
drüben sitzen seine Transporter. Wo auch immer seine Kampfflotte ist. Sie wird auf jeden Fall wahrscheinlich nicht mehr rechtzeitig kommen, um den Planeten hier zu retten. Wenn er das denn vorhat. Nein, hier wird er einfach nur zerrissen. Enemy planet secured. So, das war schon mal der. Dann geht's direkt weiter. Schauen, was dann abgeht. Construction complete. Ja, Kongos brauche ich noch jede Menge. Pegasus brauche ich noch jede Menge. Oh Mann, oh Mann. Fürs nächste Mal brauche ich hier unten, um hier anzugreifen, brauche ich eine richtig starke Flotte. Allein 44,4k, nur diese vier Stationen. Dann nochmal 10k hierzu, das ist schon echt hardcore. Also das ist, wow. Das nenne ich mal eine Verteidigung. Da ist seine Flotte. Okay. Vielleicht kriege ich ihn jetzt an Hammelbeine. Den Planeten jetzt wahrscheinlich erstmal bombardieren. So, wir brauchen auf jeden Fall mehr Kongo-Klasse. Wahrscheinlich wird er gleich die Beine in der Hand nehmen. Construction complete. Er holt sich den Planeten zurück, oder was wird das? Sieht sehr danach aus. Hostile fleet engaged. Hostile fleet engaged. Wenn es jetzt gut läuft, erwische ich seine ganze Flotte. Das Problem ist, dass ich noch lange nicht in Feuerreichweite bin, im Gegensatz zu ihm. Jetzt erst. Ja, das war ein kurzer Auftritt für ihn. Situation log updated. Gucken, wie viele Truppentransporter wir noch erwischen. Situation log updated. So, hervorragend. Direkt zwei neue Kreuzer in Auftrag geben. Ah, reicht nur für einen. So, und direkt wieder rüberfliegen und da weiter aufräumen. Die Schiffe reparieren sich schon von alleine.
Auf jeden Fall sind wir damit jetzt, denke ich, klar vorne in dem Krieg. Aber da müssen wir noch ein paar Prozentchen sammeln, damit er das akzeptiert. Vielleicht kommen wir da noch endlich mal an die Skultisten-Flaggschiff. Ja, hier hast du deine Sternkarten. Ja, jetzt brauchen wir echt, wie gesagt, Schlachtschiffe brauchen wir auch dringendst wieder. Vor allen Dingen die Pegasus-Klasse. Ich denke, das werden die nächsten zwei, drei Schiffchen sein. Construction complete. Hostile fleet engaged. Hostile fleet engaged. Na komm, Feuer zurück. Hostile fleet engaged. Construction complete. Hostile fleet engaged. Situation log updated. Situation log updated. Hostile fleet engaged. Situation log updated. So, weiter geht's hier. Wow, da denn gerade geplatzt. Hostile fleet engaged. Hostile fleet engaged. Hostile fleet engaged. So, jetzt geht's ja auch an den Kragen. Hostile fleet engaged. So, sollte jetzt gleich beendet sein hier. Boah, noch ein Battleship verloren, alter Schwede. Situation log updated. Hostile fleet engaged. Situation log updated. Battleships nachbauen steht jetzt erstmal ganz oben auf der Agenda. Die da unten noch eben zerreißen. Hostile fleet engaged. Hostile fleet engaged. Okay. Haben wir noch einen dazugekommen? Situation log updated. So, erstmal zwei neue Pegasus-Klasse dazu hier.
Hostile fleet engaged. Oh Mann. So ein scheiß Truppentransporter, muss er echt so einen Alarm für machen? Schick ein paar Jäger los und bomb ihn weg oder so. Situation log updated. So. Hostile fleet engaged. Situation log updated. Oh, ernsthaft jetzt. Das ist, kann ich jetzt natürlich überhaupt nicht gebrauchen. Gleich trotzdem hinfliegen. Die Mineralien kann ich schon gebrauchen. Battleship. Bauen wir in der anderen Werft noch ein paar Battleships, wa? Ja, gut so, als wir bauen hier auch noch ein Battleship. Sobald die Truppentransporter gelandet sind, geht's los. Ah, mein Verbündeter kümmert sich drum, sehr gut. Dann muss ich da nicht hinterher. Krieg er wahrscheinlich die Mineralien, aber das ist mir jetzt gerade relativ. Kann ich mich hier auf den Krieg konzentrieren. Ich denke, die Bodenoffensive werde ich gewinnen. Klonarmee. Kann ich hier nicht ausbilden. Hier habe ich die Klontanks. Geh du mal da rein. So, erstmal eine Klonarmee ausbilden. Wir brauchen mehr Bodentruppen. Sehr gut, danke schön. Wir waren das. Mein Vasall war das. Das ist ja echt was. Oder mein Protektorat. Hat er mir echt einen Gefallen getan. Lassen wir ihn mal machen. Erstmal da drüben um das Kultistenschiff kümmern. Die Zeit habe ich jetzt gerade, während ich auf neue Schiffe warte. Ich brauche von wieder viel mehr Schiffchen. Wenn ich da jetzt reingehe, dann verliere ich wahrscheinlich wieder ein paar. Ziemlich starke Station. Ja, obwohl. Nee, geht eigentlich. Wir greifen an. Kommt da raus. Gut, dann das ist ja noch besser. Können wir direkt eine Station wegpusten.
Danach sollten wir erstmal wieder offene Grenzen haben und da werde ich mich dann um die Quest kümmern. Währenddessen kann mein Forschungsschiff jetzt mal hier hinfliegen und Forschungsprojekte machen. Vielleicht kriegen wir noch ein bisschen was zusammengeklaut. Ach, die heilen jetzt auch im Orbit. Das ist ja geil. Das war früher nicht der Fall. Da musste man die immer starten, landen, starten, landen. Aber das ist natürlich richtig gut so. Du kommst bitte hier rüber. Ist auch schon 89. Lange wird das nicht mehr machen. Hostile fleet engaged. Situation log updated. Ja. Das ist schnell gelaufen gewesen mit der Station. War natürlich genau meine Kampfentfernung. Situation log updated. So. Das nächste Battleship. Das nächste wird dann wohl erstmal wieder eine Fuso werden. Hostile fleet engaged. Hostile fleet engaged. Gucken, wie es hier mit den Bodentruppen läuft. Ja, müssen wir auch mal ein bisschen ausrüsten. Hostile fleet engaged. Situation log updated. Situation log updated. Oh, da hat wieder ein Schiff einen Geist aufgegeben. Dieses Langstreckenbombardement ist echt krass von der Station hier. Hostile fleet engaged. Der Weltraumhafen von denen ist echt brutal. Hostile fleet engaged. Hostile fleet engaged. Zumal der Energiewaffen benutzt und dagegen ist unsere Panzerung nicht sehr effektiv. Na, immer ein bisschen Technologie geklaut. Aber wenn wir erstmal ran sind, dann war es das für den. Zerreißt man dann auch wie nebenbei hier. Situation log updated. Situation log updated. Wo man sagen muss, dass er die schon echt brutal stabil designt hat. Boah, ernsthaft, von da hinten schießt er auf mich. Also irgendwas hat er gegen meine Träger, definitiv. Immer auf die drauf. Hostile fleet engaged. Hostile fleet engaged. Na komm, hau ihn weg. Situation log updated. Debris analyzed. Hostile fleet engaged. Ach, Gott sagen, wo denn jetzt schon wieder? Spawnt da gerade ein Truppentransporter. Situation log updated. Er geht echt die ganze Zeit auf meine Träger drauf. Das ist ja interessant. Dabei sind die eigentlich ziemlich stabil.
Vielleicht gehen ihnen einfach die Jäger auf den Sack. Also nochmal ein paar Klonarmeen. Direkt ausrüsten. Construction complete. Zack, und los geht's. Können gleich hier rüberkommen. So, die können schon mal aufräumen. Eine Kapitulation von ihm rückt immer näher. Boah, da kriege ich aber echt ganz schön Schaden gerade. Ah, nochmal ein bisschen Technologie rausgeklaut. Hungertor auf Unur Prime. Das ist aber unschön, das will man nicht. Na kommt Jungs, nehmt ihn ein. Dreht den Spieß rum jetzt, er hat schon die ersten Truppen verloren. Ja, jetzt bröseln sie alle. So will ich euch sehen. Construction complete. Enemy planet secured. Jetzt gucken wir mal. Ja, die Schiffe im Orbit heilen sich jetzt auch hervorragend. So, aber ich sehe schon wieder, das waren schon wieder 30 Minuten Stellaris für heute. Der Krieg gegen das Fallen Empire läuft, denke ich, gerade sehr gut. Ich denke, den gewinnen wir und erreichen unser Ziel mit der Befreiung dieser beiden Systeme hier. Und ja, ob wir das dann wirklich schaffen, sehen wir das nächste Mal. Lasst mal einen Daumen, Kommentar oder ein Abo da und dann bis morgen.